Der Rahmen war der Unterschied. Das heißt, wir sind eine inhaltsleere Gesellschaft geworden. Wir müssen den Rahmen betonen. Uni St. Gallen macht das. Starbucks. Was kostet der Kaffee bei Starbucks? Der kostet 50 Cent. Aber dieses Hi Babe, I love you Babe, what's your Vorname Babe? Do you have an allergy, Laktose, everything, I don't know Babe, I love you so much Babe, Schnuffelpuffel. Das macht 6 Euro extra aus. Das ist so. Ich finde es ja schon immer großartig, wenn vorher geklatscht wird. Ihr seid gut drauf, das finde ich schön. Ich finde es immer schwierig, in so einer Gruppe zu sitzen. Ich weiß immer gar nicht, wer hüpft da eigentlich neben mir. Drum dreht euch doch gern mal zu eurem Nebenmann, sagt einfach mal, Friede sei mit dir. Du weißt ja gar nicht, ob da ein Idiot da sitzt oder nicht. Ich möchte ganz gern mit euch über etwas sprechen. Und die erste Frage, die ich euch stellen will, wer von euch glaubt, dass Qualität wichtig ist? Darf ich das mit einem lauten Grunzen bitte beantwortet bekommen? Oh, okay. Darüber sprechen wir heute nicht. Denn ich glaube, dass Qualität natürlich wahnsinnig wichtig ist, aber dass Qualität allein nicht ausreicht, weil es Marken gibt, die natürlich auch eine Qualität haben, aber dummerweise sichtbarer sind als andere. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist Professor Dr. Dudenhöfer. Das ist der Autopapst. Der ist jedes Jahr immer wieder im Fernsehen. Und mir geht es darum, wie kann eure Marke eben so viel Leuchtkraft kriegen? Und die Fernsehdame sagt dann immer, wie sehen Sie die Automobilindustrie? Und er antwortet jedes Jahr, sie steht vor großen Herausforderungen. Und das andere ist Müller Wohlfahrt. Ich habe ein Fußballspiel gesehen, da wird einer gefoult, so richtig hart und so. Aah! Und du denkst, mein Gott, arme Drecksau, ein Leben lang ein kaputtes Bein. Und dann sagt der Fernsehsprecher, und jetzt kommt Dr. Müller Wohlfahrt. Und der kommt ja nicht, der gleitet. Und er geht da rein, geht hin und macht Tätschel, Tätschel, Tätschel. Und der Spieler steht auf und spielt weiter. Und der Fernsehsprecher sagt, danke Deutschland, danke Dr. Müller-Wohlfahrt. Und meine Frage ist, was machen die anders, dass die so sichtbar sind? Manche haben ja sogar einen Friseur, der verklagt werden muss und sind dennoch so sichtbar. Und das ist das, was ich mit euch besprechen will. Marken werden eben nicht verkauft, Marken werden gekauft. Und mein Job ist es immer zu überlegen, wie kriege ich Marken so sichtbar, dass die einfach diesen Magnetismus haben. Und ich muss euch dazu meine Geschichte erzählen, damit ihr wisst, warum ich so ticke, wie ich ticke. Ich bin eigentlich Lebensmittelhändler. Also mein Vater hat ein Lebensmittelgeschäft und irgendwann kam er auf mich zu seinem 70. Geburtstag und sagt, Mensch Hermann, es wird Zeit, dir das Erbe zu überschreiben. Und ich sage, Mensch Vater, ich mag die Art, wie du denkst. Sagte, pass auf, Hermann, du wärst ein Geschäftshaus dabei, das wäre eine gute Million wert, das würdest du bekommen. Sag ich, Mensch, Vater, ich mag wirklich die Art, wie du denkst. Sagte, naja, pass auf, Hermann, ein paar Schulden wären auch dabei, die würdest du mitbekommen. Sag ich, Vater, was verstehst du unter einem Paar? Und mein Vater fängt zu zittern an und sagt, Hermann, ich habe viele Fehler im Leben gemacht, 4,8 Millionen. Und bitte fragt mich jetzt nicht, war das Liebe, war das Dummheit, war das Selbstüberschätzung, war das die Sehnsucht nach Liebe? Ich habe dieses Erbe angenommen. Das geht total einfach. Du fährst zum Notar, machst zwei Unterschriften und hast dann noch einen anderen Kontostand als vorher. Das war so die Phase, wo meine Sparkasse Freising zweimal am Tag angerufen hat mit der Fragestellung, Scherer, wie geht's Ihnen eigentlich? Sag ich, warum interessiert Sie das? Haben die gesagt, wir sind an Ihrer Gesundheit interessiert. Und dann habe ich gearbeitet wie ein Tier und nach 2 Jahren ruft mich der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Freising an und sagt, Scherer, Sie haben signifikant Schulden abgebaut, Sie waren großartig. Wir haben jetzt mal errechnet, wie lange Sie jetzt noch brauchen, bis Sie schuldenfrei sind, wenn Sie so weiterarbeiten wie bisher. Sag ich, Mensch, das interessiert mich auch. Sagen die, pass auf, nur noch 137 Jahre. Da wusste ich, jetzt wird's eng. So. Und deswegen, ich finde das so nett heute. Wir leben in so einer tollen Gesellschaft. Alle Menschen stellen sich so die Frage, was ist dein Why? Wofür bist du angetreten? Was spürst du in dir? Mein Why war total simpel. Ich will, dass die Sparkasse nicht mehr anruft. Aus. Das war genug Why. Und heute hast du ja Menschen, die kongruent sein müssen. Ich finde immer Kontostände sehr kongruent. Also, und ich habe dann überlegt, wie wirst du so eine Marke? Und der erste Schritt, ich bin damals, den kennt ihr nicht, da seid ihr zu jung. Ich bin damals zu Hans Mangiser gegangen. Das war noch, da war ich Eifersuchtsexperte. Das war ekelhaft.
Und ich habe dann überlegt, kann das der richtige Weg sein? Und dann bin ich zu meinem PR-Berater total heulend, habe gesagt, Mensch, ich muss irgendwas machen, dass ich mal eine Marke werde. Ich muss jetzt meine Schulden abbauen. Sagt er ganz einfach, du lädst Bill Clinton, den Präsidenten der Vereinigten Staaten ein, gehst mit ihm zum Abendessen, dann ist die Geschichte durch. Sag ich, ja wunderbar, das schaffe ich. So, geh also durchs Büro, sag noch im Büro, Mensch, würdest du gern mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Abendessen gehen? Sagen die, jo, Hermann war auf dem Seminar, bis 10 Uhr ist der auch wieder normal. Ja. Und ich gehe am Nachmittag durch mein Büro, treffe meine Praktikantin, ein 19-jähriges Mädel, und sage, na Ilo, was machst du denn gerade Schönes? Sagt sie, du, ich habe gerade im Weißen Haus. Sag ich, was? Sagt sie, ich habe gerade im Weißen Haus angerufen und gefragt, ob Bill Clinton mit dir zum Abendessen geht und einen Vortrag hält. Sag ich, und? Sagt sie, ja, ja, der kommt. Sag ich, wie, der kommt? Einfach so? Sagt sie, ja, einfach so, kostet halt. Ich hatte damals noch keine Ahnung, was Bill Clinton unter Kosten verstand. Er hat damals für 45 Minuten 450.000 verlangt. Das sind pro Minute 10.000. Da sitzt du als Veranstalter so drin. Aber ich habe ihn dann doch eingeladen. Und es war er dann. Also er ist dann gekommen. Ich habe die No Angels noch dazu eingeladen. Das war damals die Popgruppe schlechthin. Die haben damals 100.000 pro Lied verlangt. Pro Lied. Denen haben wir gesagt, wenn ihr kostenlos kommt, dürft ihr Bill Clinton küssen. Dann kamen die kostenlos. So. Dann sind die Klitschkos noch gekommen. Die Klitschkos wollten auch noch mal Geld haben. Denen haben wir gesagt, ihr dürft die No Angels küssen. Na, und so ist es dann passiert. Und by the way, Clinton wollte dann unbedingt diese Schlösser anschauen. Da habe ich gesagt, Mensch, das kann ich mir gar nicht leisten, diese Schlösser. Sagt er, ja, der Polizeipräsident, der fliegt mit einem Hubschrauber. Dann habe ich gesagt, Mensch, so Hubschrauber, ist ja auch so teuer. Dann kommt der Berater, sagt, Clinton muss mit 3 Hubschraubern fliegen. Da müssen 3 Hubschrauber parallel aufsteigen, damit die Abschussquote 1:3 ist. Da habe ich zu dem Berater gesagt, ich kann mir nicht mal einen Hubschrauber leisten. Aber 3 geht auf gar keinen Fall. Hat er gesagt, Jerry, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben den deutschen Steuerzahler. Also danke nochmal an euch an dieser Stelle, dass ihr das hingekriegt habt. So. Also vielen Dank, so bin ich dann Redner geworden, habe halt, was weiß ich, jetzt 3000 Vorträge gehalten, bin dann irgendwann auf diese depperte Liste gekommen, das ist diese Top 100 Wahnsinns-Kaspar, da bin ich Platz 3, das darf man gar nicht so ernst nehmen, Platz 2, Gott hab ihn selig, der ist schon tot, also da kommt jeder drauf, das ist ein biologisches Nachrücken. Ja? Was ich viel spannender finde, und darüber will ich mit euch sprechen, ich durfte mittlerweile 38 Menschen helfen, auch diese Liste zu erobern. Und darüber will ich mit euch reden. Ich habe ein Programm, das heißt Goldprogramm. Und da geht es darum, mach aus deiner Marke tatsächlich Gold eben. Weil wir glauben, dass es einen magnetischen Anziehungswert gibt, der das eben ausmacht. Also was heißt das Gold? Wie mache ich Qualität sichtbar? Ich muss natürlich erstmal differenzieren. Ich habe eine riesen Auflistung, die könnt ihr dann von mir haben. Am Schluss alles zusammengetragen. Ich habe wirklich so viele Bücher geschrieben und ich habe nur 2 Korrelationen, die ich spannend fand. Es gibt verschiedene Bucharten, Sachbuch, und es gibt verschiedene Tagessätze. Und ich habe festgestellt, wenn du einen Ratgeber schreibst, verdienst du weniger, als wenn du ein Sachbuch schreibst. Und dann dachte ich, man muss ein Sachbuch schreiben. Ich habe 30 Bücher geschrieben und alle 30 sind keine Bestseller geworden. Und ich habe mir gedacht, verdammter Dreck, das kann doch nicht sein, dass das kein Bestseller wird. Dann habe ich mir alle Bestseller aus 10 Jahren gekauft, die ganze Spiegelliste außer Kochen, Backen und Häkeln. Habe ich alles gekauft und habe alles gelesen. Nicht wegen dem Inhalt, sondern ich habe es gelesen, um zu wissen, wie schreiben die Bücher, damit die Bestseller werden. Und Achtung, jetzt kommt's, es ist heftig. Solche Bücher sind lösungsarm. Da steht nichts drin. Herrlich. Dann habe ich gedacht, das kann ich auch. Habe ich dieses Buch geschrieben, Glückskinder. Und es wurde in der ersten Woche sofort Spiegel Bestseller, 330.000 Stück verkauft. Warum? Weil nichts drin steht. So. Aber da stehen so andere Sachen drin. Da steht sowas drin wie, damals, ich weiß noch, in unserer Suite in Las Vegas steht sie vor mir und sagt, Schatz, liebst du mich eigentlich? Und ich weiß nicht, wie ich antworten soll. Und sie schaut mich an und erwartet diese Antwort, ob ich sie nun liebe oder nicht liebe. Und ich weiß immer noch nicht, soll ich sagen ja, weil ich sie liebe? Soll ich sagen nein, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich sie liebe? Und in mir spüre ich diesen Kampf zwischen ja und nein und weiß nicht, was ich sagen soll. Und irgendwann antworte ich zu ihr, manchmal. Und sie geht ans Telefon und fliegt nach Hause. Das steht da drin. Und seitdem das Buch draußen ist, kriege ich E-Mails, wo Menschen schreiben, Hermann, ich spüre es auch. Sag ich, was spürst du? Oder wir sind seelenverwandt. Sag ich, womit? Weil da steht eben nicht mehr drin, wie man die Frau zurückgewinnt, wenn man ihr das Falsche gesagt hat. Es steht nur drin, dass es blöd ist, wenn sie abgehauen ist. Und
das war für mich so wichtig zu erkennen, dass der Punkt der ist, du musst wissen, ist 500 Euro wert, Gänsehaut 10.000. Und die meisten wollen Wissen vermitteln. Ich mache für Novartis einmal im Jahr einen Vortrag. Und immer wenn ich reingehe, dann schaue ich mir an, wie es da drin aussieht. Das war der Tisch das letzte Mal. Wenn Teilnehmer ihre Smarties sortieren, dann weißt du, dass da Wissen vermittelt wurde. Das ist keine Gänsehaut. Anders ausgedrückt. Ich durfte zwei Männer betreuen und ich will euch beide erzählen. Das eine ist mein Doktorvater, Professor Dr. Mult. Ich habe ihn gefragt, was heißt eigentlich Mult? Da hat er gesagt, wenn du mehr als 3 Doktortitel hast, dann bist du Mult. Da dachte ich mir, der hat 5. Ja. Der bekommt für einen Vortrag 400 Euro, dann ist der happy. Das ist das universitäre Geld, was man in der Regel bekommt. Das ist Kompetenz. Ich durfte einen betreuen, der hat vom Arbeitslosengeld gelebt. Der hat dann das Gleiche gemacht, der wird es inszeniert. Der hat gesagt, ich mache da ein Buch draus, ich mache da eine Story draus. Und dann geht das auch. Und dieser Mann hat sein Buch rausgebracht. Das Buch ist gefloppt, aber er hat es nochmal an einen anderen Fernsehsender gebracht und nochmal. Und irgendwann kam dieses Buch raus. Und ihr kennt ihn alle, Richard David Precht, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Dieser Mann ist vom Arbeitslosengeld auf einen Stundenlohn von 30.000 Euro pro Stunde gekommen. Nicht, weil er besser ist, sondern weil er sich besser inszeniert hat. Und die Frage, die wir haben, ist, wie kriege ich diese Inszenierung hin? Und die Washington Post hat eine Studie durchgeführt, was ist eigentlich wichtig, der Inhalt oder der Rahmen? Natürlich beides. Man hat Joshua Bell genommen, den besten Violinisten der Vereinigten Staaten, hat ihn mit seiner 2,5 Millionen Dollar Stradivari an einem Bahnhofseingang spielen lassen. Ich habe euch das mal mitgebracht und habe mal geguckt, wie viel Geld nimmt der ein als Bettler? Und er hat 18 Dollar eingenommen. Und am gleichen Abend hat er die gleiche Musik auf der gleichen Stradivari im Konzerthaus gespielt und hat eine 250.000 bekommen. Die Musik war die gleiche, der Rahmen war der Unterschied. Das heißt, wir sind eine inhaltsleere Gesellschaft geworden. Wir müssen den Rahmen betonen. Uni St. Gallen macht das, Starbucks. Was kostet der Kaffee bei Starbucks? Der kostet 50 Cent. Aber dieses Hi Babe, I love you Babe, what's your Vorname Babe? Do you have an allergy, Laktose, everything, I don't know Babe, I love you so much Babe, Schnuffelpuffel. Das macht 6 Euro extra aus. Das ist so. Danke. Schaut euch doch bitte... Ich komme aus Bayern, Oktoberfest, die Maß Bier kostet 80 Cent, aber dass du mit 10.000 Besoffenen in einem Zelt drin sitzen darfst, das macht nochmal 10 Euro extra aus. Dann sagen die mir, warum kostet die zweite Maß immer noch so viel? Sag ich, jetzt wird's schöner. Der Rahmen macht's aus. Was heißt das bitte schön? Tim, sensationeller Musiker, großartig, aber keiner kannte ihn. Und er hat auf einer Tischdecke in einem Restaurant sich die Frage gestellt, wie werde ich der größte Rockstar aller Zeiten? Und hat das aufgeschrieben. Ich mache mir Henna in die Haare, ich bin jetzt bisexuell, ich ziehe jetzt eine Latexhose an und ich setze mir einen Hut auf. So. Und Tim ist der falsche Name, Tim ist schon so Timmy-Leinchen. Ich mache Udo draus und so ist Udo eben Udo geworden. Die Qualität war vorher schon da. Das andere, ihr kennt alle dieses Steakbeispiel, goldene Steak, Ribéry, der Mann, Nusret Gökçe, der Steaks für 1.200 Dollar verkauft. Das ist der Typ, der das Salz immer, Salz saugt Flüssigkeiten auf, der das Salz immer über seinen schwitzigen Ellbogen laufen lässt, damit nochmal die Schweißperlen vom schwitzigen Ellbogen aufgesaugt werden und dann eben auf dieses Ding drauf fällt. Was nennt sich der? Fleischer. Fleischer! Wenn er sich zumindest Steak Wahnsinns Super Goldveredelungsexperte nennen würde. Fleischer! Und ihr kennt die Geschichte von Julia Enders, Medizinstudentin. Nur Studentin und ihre Kollegin sagt, Achtung, Originalzitat, wie geht eigentlich Kacken? Und sie erzählt 20 Minuten lang, wie Stuhlgang funktioniert. Daraufhin sagt ihre Kollegin, magst du ein Buch schreiben über Stuhlgang? Oder magst du erstmal einen Vortrag halten über Stuhlgang? Und sie hält einen Vortrag über Stuhlgang. Sie bekommt einen Vortrag mit PowerPoint-Folien über Stuhlgang. Da sind die 7 europäischen Konsistenzstufen drauf, von zu hart bis flüssig. Sie bekommt Standing Ovations, danach kommt ein Verleger auf sie zu und sagt, möchten Sie ein Buch über Stuhlgang schreiben? Und sie schreibt ein Buch über Stuhlgang. Und dieses Buch ist 3,5 Millionen Mal verkauft. Zu Weihnachten gab es die Sonderedition, Darm mit Charme mit Schleife, Kacken im Geschenkpapier. Und sie hat ja nicht nur alle Professoren vom Thron gestoßen, sie hat noch was geschafft, alle publizieren jetzt anders.
Früher haben die fremdwortmäßig publiziert. Guckt euch mal den Professor an, wie publiziert der jetzt? Ein Keim kommt selten allein. Wow! Anders ausgedrückt, Gas geben. What drives to action? Ich habe ein Seminar gehabt, das ging 5 Tage, hat $80,000 gekostet. Ich durfte mit denen zusammenarbeiten. Und da war die Frage drin, what drives us to action? Ist so eine geile Frage. Wir haben 3 Tage gebraucht, um die Antwort herauszufinden. What drives us to action? Was bringt uns jetzt eben in Kraft rein? Und die Antwort war, Achtung, sie kommt jetzt. Achtung, 3 Tage. Sind jetzt 40.000 Flocken, die ich da jetzt reinschmeiße? Die Antwort ist Action. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, vielleicht braucht es noch nicht mal Qualität. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten, Schweizer Markenforum, vor mir steht der Manager von Unilever, Mischkonzern, Fahrt, Darf und so weiter und stellt auf der Bühne die Frage, wer ist Marktführer in Deutschland für Duschschaum? Und dann denkst du schon, wer wird schon Marktführer in Deutschland für Duschschaum sein, Fahrt, Darf oder irgend so eine, was auch immer. Der Marktführer in Deutschland für Duschschaum ist eine One-Man-Show oder besser gesagt One-Frau-Show. Keine Marketingabteilung, keine Entwicklungsabteilung, überhaupt keine Abteilung, kein CEO, kein CFO, kein COO, überhaupt gar kein O.